Hallo, mein Name ist Christine Herrera vom Institut für Ganzheitsmedizin. Als wir vor vielen Jahren an der Universität als junge Medizinstudentin im Hörsaal saßen, berichtete ein Professor von seinen Erfahrungen bei indigenen Heilern im Urwald. Es war so interessant, es gab so viel zu lernen, dass wir mehr solche Vorlesungen organisierten. Es fiel aber auf, dass da immer nur jemand über jemanden oder etwas erzählt. Und wir erkannten, dass wenn wir etwas Neues schaffen wollen, dann geht es nur Hand in Hand in einem Austausch. Wir begannen, diese Heiler einzuladen und sie zu besuchen. Und das Abenteuer begann. Wie sehr staunten wir, als wir mit Mama Celia durch den Urwald von Ecuador liefen. Sie ritzte einen Baum an, es floss eine Flüssigkeit heraus und sie sagte, hier sind antibiotikahaltige Substanzen für den Gastrointestinaltrakt. Da drüben für den Respirationstrakt. Eine andere Pflanze ist besser für Allgemeininfektionen und wieder eine andere für Säuglinge. Was für ein unglaubliches Wissen, was in keinem Lehrbuch steht. Und diese Völker wissen es schon immer. Was haben diese Heiler davon, wenn sie uns ihr Wissen offenbaren? Sie kehren zurück in ihre Länder, wenn sie bei uns waren, und sind international anerkannte Autoren und Referenten. Das heißt, sie haben einen anderen Stand in ihrer Gesellschaft. Sie finden Gehör bei Regierungen und Behörden und das Ganze funktioniert im Austausch und Hand in Hand und ist nur mit einer gemeinsamen Vision zu schaffen. Und in diesem Geiste arbeiten wir seit 30 Jahren zusammen und haben vieles bewirkt und Großes aufgebaut und vieles erfahren. Und diesen März brach alles zusammen. Die Flüge wurden storniert, die Halle wurde geschlossen. Die Heiler saßen in Quarantäne. Der Schock war groß und die Nacht war dunkel. Doch dann haben wir gemerkt, Menschen mit einer Vision leuchtet ein Licht den Weg. Und vielen Menschen mit einer Vision. Und der Tag wurde hell. Mis amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde Bolivia. Hallo meine Freunde, ich begrüße euch herzlich aus Bolivien. Ich bin Guido Pancharitas. Ich bin eine Aymara-Indigene. Herzliche Grüße schicke ich euch aus Bolivien und umarme euch herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dass ich auch bald wieder nach Deutschland kommen kann und mit euch weiter sprechen kann und weiter in Verbindung bleiben kann. I am really happy that I have joined you in this Congress. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier jetzt in diesem Kongress dabei sind. Yeah, I'm happy about the time ever since we've connected. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir gerade jetzt in diesen Zeiten so miteinander verbunden sind. And we shall really be prepared to answer all the questions you raise technically. Und wir sind bereit, alle Fragen auch zu beantworten, die ihr jetzt online stellt. So you are most welcome, my grandsons and daughters. Seid willkommen, ja, Enkel und Enkelsöhne und Töchter. Und ich möchte im Herzen dir danken, dass wir alle hierher versammelt sind und dass wir auch hierher geführt worden sind, weil das ist die Schöpfung, die uns führt, begleitet, auch da, wo was nicht geht, dass da auch Lösungen sind, auch wenn es für uns wieder ein Umlernen gibt oder ein neues Lernen gibt. Heute ist ein besonderer Tag für dieses Treffen. Я
Сейчас нахожусь на своей родине в далекой Якутии. Ich befinde mich in meiner Heimat in Jakutien. Heute haben wir 0 Grad. И у нас атмосфера такая вот пустая энергия, которая идет с небес из земли. Lass diese Energie, die vom Himmel und von der Erde ausgehen. Пусть эта энергия растворяет то, что было сделано нашими предками. Lass diese Energie in euch auflösen. Я знаю, что Германия это очень сильная земля. Ich weiß, dass Deutschland ein sehr starkes Land ist. Там живут особенные люди. Dort leben besondere Menschen. Которые должны в полной мере пропускать эту очень мощную силу этой земли. Und diese Menschen sollen diese kraftvolle, machtvolle Kraft dieses Landes durch sich leiten. Всего доброго. Alles Gute euch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zum Weltkongress der Ganzheitsmedizin in München im Mai 2020. Mein Kongressthema über die psychologische Körperanalyse und wie Herkunft, Schicksal und Trauma die menschliche Struktur verändern können, ist leider sehr aktuell durch die Corona-Krise geworden. Ich stelle deshalb eine einfache Selbsthilfe vor, jenseits der vielen heilenden Rituale, wegen denen ja die Welt der Heiler, Ärzte und interessierten Laien zum Kongress eingeladen worden sind. Ich freue mich auf diesen Kongress. Wenn er online bleibt, ist das vielleicht ein Format, auch für die Ökologie dieser Welt, wenn es praktisch und im interaktiven Austausch möglich ist, dann natürlich noch mehr. Und meiner Meinung nach, ein Lehrer ist auch gleichzeitig ein Lehrling. Also wenn ich da mit jemandem rede und ich bin so an einer Sache ein bisschen fortgeschrittener, alleine durch die Tatsache, dass ich das erkläre, was ich erkläre, verstehe ich das, was ich erkläre, deutlich besser, als dass ich das davor verstanden habe. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz langsam auf diese Ebene Yin-Yang kommen, dass es eigentlich kein Lehrer oder Lehrling gibt, es gibt nur Lernende. Und das ist ja das, was Sie gerade machen, deswegen finde ich es toll und faszinierend, dass Sie versuchen, diese zwei verschiedene Welten mal in Einklang zu bringen. Wir Menschen sind fühlende Wesen, die, wenn sie Glück haben, auch denken können. Ja. Ja, das mag jetzt ein provokanter Spruch sein, aber auch hier gilt, erst wenn ich verstanden habe, wie mein Denken funktioniert, wie das die Verarbeitung von Informationen in meinem System funktioniert und wie bestimmte Dinge miteinander in Synergien stehen oder aufeinander reagieren, erst dann kann ich überhaupt anfangen, irgendwelche Unterscheidungen zu treffen. Das heißt, auch hier muss ich erstmal verstanden haben. Die Intuition kann nur so präzise sein, wie das Fundament an Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen, das der Intuition zugrunde liegt. Ja, vorher kann ich das ja gar nicht, wenn ich das nicht weiß, kann ich nicht unterscheiden, was passiert da. Jetzt jemand, der das verstanden hat und merkt, okay, neue Gedanken, neue Sichtweisen, da fühle ich mich jetzt aber im Moment nicht so ganz wohl mit, der weiß aber auch, okay, das ist eine Bifurkation, das ist eine Erstverschlimmerung, die zur Heilung führt, sprich ja, zu einer neuen Sichtweise. Sie ist Priesterin und der Schlangengötter und sie hat gerade gebeten, da nehme ich, wir haben Bukono Anani. Wir haben Ajete, ein Priester. Wir haben Inyasa, eine Ajovi, Inyasa, Mutter Erde, Priester. Ich bin Honobu Baunsu, Gewittergott, Priester. So, ich lebe in Deutschland, so spreche ich so. Zurzeit ich bin in Afrika. Und dann, wegen Coronavirus, ich kann nicht jetzt zurück nach Deutschland. Und deswegen, wir machen dieses Ritual hier und bitte für die ganze Welt. Ich sende herzliche Grüße und ich freue mich sehr über das Interesse an meiner Heilkunst, unserer alten Heilkunst. Und viele haben gesagt, wie sehr sie sich erinnern an den Weltkongress der Ganzheitsmedizin, an unsere Begegnungen. Und ich denke auch sehr gerne daran, ich fühle mich sehr eng verbunden. Dieser Kongress ist so wertvoll und so wichtig und gibt uns die Möglichkeit, unser altes Heilwissen weiterzugeben. Ich bin sehr froh, dass ich
dort war und meine Heilkunst auch weitergeben konnte, zeigen konnte. Und es macht mich glücklich, dass diese Verbindung so eng ist. Und wir sehen uns sicher wieder und ich werde kommen. Und jetzt nicht barfuß. Ich laufe sonst immer barfuß überall, aber diesmal ziehe ich mir dann Schuhe an. Es wäre doch zu weit, um barfuß zu gehen. Thank you, Ahihe. I hope that you see again somewhere. And don't forget, I'm here to share you love, peace, and to work in building together. I say hello with this beautiful song from prayer for everyone. Ahihe, agone. Ja, wir bekommen noch einen Heilungsgesang und er freut sich auf uns und dankt für euch, an euch alle, dass ihr dabei seid. Und wir